Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Hash-Funktionen, beziehungsweise wir fangen damit an. Logischerweise schaffe ich das nicht alles in einem Video, denn es gibt viel mehr darüber zu erzählen, als wir eigentlich denken würden. Okay, zuerst einmal, was ist eine Hash-Funktion? Eine Hash-Funktion bildet irgendeinen großen Wert, also eventuell auch einen viel, viel, viel größeren Wert. Beliebig groß einfach mal. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? So. Machen wir das mal breiter hier. Also die Hash-Funktion h bildet irgendeinen binären Wert, das schreibt man so, der beliebig groß ist, also hoch Stern ist, auf ein Output von einer festen Größe ab. Das heißt, wir haben irgendeine Output-Größe, die wir uns selbst bestimmen dürfen oder von der Hash-Funktion bestimmt wird. Und die ist aber immer dieselbe Größe. So schreibt man das Ganze. Das bedeutet, hier kann beliebig groß stehen, also zum Beispiel ein 1000 Zeichen langes Eingabedingens, also irgendein 0-1-Bitstring, irgendwas Binäres halt, also 1000 mal 0 oder 1000 mal 1 oder irgendeine Mischung davon, kann hier stehen. Oder 1001 mal oder 2000 mal, ist völlig egal, wie lang das ist, deswegen dieser Stern hier oben. Das bildet es ab auf eine feste Länge, auch wieder in 0,1 drin, also es sind auch wieder Zahlen von 0,1, also binär wieder, und dann halt nicht beliebig lang, sondern genau eine feste Länge. Also zum Beispiel SHA-512 bildet immer genau auf 512 Bit ab und SHA-256 bildet genau auf 256 Bit ab. Genau, aber der Input ist jeweils beliebig lang. Das heißt, ich kann in SHA-256 auch, keine Ahnung, eine Kilobyte-Datei reinpacken oder auch eine Megabyte-Datei und kann von der den SHA-Wert berechnen. Und dann ist der SHA-Wert, also der Hash-Wert im Endeffekt, auch wieder nur 256 Bit lang. Das ist eine normale Hash-Funktion. Jetzt kann man das ganze Ding auch noch Keyed-Hash-Funktion nennen. Das schreibt sich normalerweise so. Oh, nee, nicht so. So schreibt sich das, also als Index unten drin. Und dann haben wir hier als Key, also sozusagen als geheimer Key, und hier oben diese Länge, die ändert sich in Betrag von K, also der Key hier drüben ist irgendein Secret Key, logischerweise auch binär. Und die Länge von unserem Output ist genau die Länge von unserem Schlüssel. Und der Schlüssel wird hier aber noch irgendwie drin verwurstet. So, jetzt ist natürlich dieses Pfeil hier, also wie kommen wir von diesem beliebigen Output auf diesen festen, diesen beliebigen Input auf diesen festen Output, wie kommen wir dahin? Das ist nicht so einfach. Deswegen, ja, wollte ich euch das einfach mal so ein bisschen die Eigenschaften von diesem Ding zeigen. Wie man das dann tatsächlich am Ende macht, das werden wir uns heute wahrscheinlich nicht mehr angucken. Also in der Kryptografie brauchen wir spezielle Hash-Funktionen, also nicht irgendwelche Hash-Funktionen, sondern das wäre relativ einfach, irgendeine Hash-Funktion zu schreiben, die einfach immer 0 ausgibt. Wäre ja auch eine Hash-Funktion in dem Sinne, aber sie ist auf jeden Fall keine kryptografische Hash-Funktion und auch für die Praxis von normalen Dingern, also in Java könnt ihr auch über eine Hash-Funktion eure Tabellen aufbauen, also eine Hash-Tabelle, um genau zu sein. Ja, kann man machen, aber ist, also nur auf 0 abbilden, ist jetzt nicht wirklich was, was irgendwas bringt am Ende. Okay, was wir also für Eigenschaften haben wollen, ist folgendes. Wir wollen zwei ganz wichtige Eigenschaften haben, deswegen mache ich mal das Feld hier ein bisschen größer. Und zwar brauchen wir erstens, oh, ja, das sollte vielleicht nicht mehr hochgeschrieben werden, und das hier auch nicht. So, erstens brauchen wir die Urbildresistenz. Ich schreibe es gerade mal hin, weil es ein komisches Wort ist. Urbildresistenz. So, was ist Urbildresistenz? Naja, wir haben ein H gegeben, also ein Hashwert. Nicht Groß-H, Groß-H haben wir so oder so immer gegeben. Das nehmen wir einfach an, dass das immer bekannt ist. Also, es ist uns egal, ob wir SHA-512 benutzen, aber wir wissen, was zum Beispiel unser Opfer sozusagen, wenn wir jetzt ans Angreifen denken, was für eine Hash-Funktion der benutzt hat. Das ist einfach öffentlich bekannt. Das muss auch so sein. Das habe ich euch ja schon mehrmals erklärt, warum das so ist. Okay, also wir haben jetzt einen Hash-Wert H gegeben, also das Ergebnis von so einer Hash-Funktion. Sagen wir einfach mal, diesen Output hier, den bezeichnen wir als H, als klein h. Genau. Und dann ist es für uns unmöglich, als Angreifer, jetzt mal, h von m zu berechnen, sodass das gleich h ist. Also wir können zu einem gegebenen Hashwert h keine Nachricht m finden, sodass, wenn wir die wieder hashen, dass da wieder ein h rauskommt. Das bedeutet, wir können einfach nicht eine weitere Message finden, sodass wir hier wieder denselben Hashwert rausbekommen. Jetzt stellt euch aber mal vor, wir haben hier zum Beispiel
5000 Bit als Output und hier nur ein Bit als 5000 Bit als Input und nur ein Bit als Output. Dann haben wir hier Folgendes. Wir haben 5000 Bits, also irgendwas hier vorne wird entweder auf 0, auf 0 oder auf 1 abgebildet. Und dann sehen wir hier, dass es unglaublich einfach ist, so ein M zu finden, dass wir wieder eine 0 oder eine 1 rausfinden. Sagen wir mal, ihr gebt mir 5000 mal die 0 und ich soll jetzt eine weitere Nachricht finden, sodass ich den Hashwert, also sagen wir mal, der Hashwert von 5000 mal 0 ist 0. Und dann soll ich eine weitere Nachricht finden, sodass ich wieder einen Hashwert 0 rausbekomme. Naja, dann probiere ich im Prinzip einfach ein paar Mal aus und bekomme dann höchstwahrscheinlich relativ bald, also 50% Wahrscheinlichkeit habe ich ja im Prinzip, weil hier 0 oder 1 rauszubekommen, die Dinger sind ja normalerweise gleich verteilt, also gleich viele Nullen wie Einsen. Und dann habe ich eine 50% Wahrscheinlichkeit bei jeder Nachricht, die ich hier ausprobiere, wieder eine 0 oder wieder eine 1 rauszubekommen. Und das heißt, diese Urbildresistenz, die hängt auch wieder von unserem Sicherheitsparameter ab, also von dieser Größe K hier hinten. Das hier vorne muss natürlich gleich bleiben, aber die hängt hiervon ab. Und es ist klar, wenn wir irgendwas, was größer ist, was größere Eingabelänge hat, wenn wir das runterbringen auf eine kleinere Ausgabelänge, dann muss es früher oder später mal wieder so einen Hashwert geben, der einfach gleich ist. Deswegen sagen wir hier, es ist unmöglich, das Ganze effizient zu berechnen. Also man kann das nicht wirklich berechnen, man kann nichts anderes machen, außer hier wirklich alle Nachrichten durchprobieren, um denselben Hashwert wieder rauszukriegen. Und dann sagen wir, es ist unmöglich, das Ganze zu machen, gegeben unseren Sicherheitsparameter wieder hier. Also es ist quasi Brute Force einfach schlecht machbar, weil es zu lange dauert. Wieder mal. Also ihr kennt mittlerweile das Prinzip, glaube ich. Das ist hier eben diese Urbildresistenz. Also wir müssen M Brute Forcen, wenn wir H rausfinden wollen. Und das ist nicht effizient machbar, weil K groß genug ist. Deswegen werden die neuen Hash-Werte auch immer größer und größer und größer. Also wir sind mittlerweile bei SHA-128, glaube ich, gab es auch mal. Das ist mittlerweile als gebrochen angesehen. MD5 ist übrigens aus anderen Gründen gebrochen und SHA-1, soweit ich das weiß, auch. Da gibt es tatsächlich Angriffe drauf. Also die erfüllen diese Resistenz hier nicht. Oder die zweite Bedingung, eins von beiden. Gut, das ist die Urbildresistenz. Die zweite Bedingung, die wir brauchen, ist die Kollisionsresistenz. Ups, jetzt soll ich noch tippen können. So, die Kollisionsresistenz ist ein bisschen anders. Und zwar, hier haben wir gar nichts gegeben, aber es ist einfach für uns wieder mal schwer, in diesem Sicherheitsparameter K wieder hier oben ein H von M zu berechnen und also sowohl M als auch M' zu finden. M' ist einfach mein zweiter Message-Wert, also einfach zwei Nachrichten zu finden, sodass sie denselben Hash-Wert haben. Hier haben wir sogar noch ein paar mehr Freiheiten als bei der Urbildresistenz. Hier dürfen wir uns nämlich beide Nachrichten aussuchen und wissen auch beide Nachrichten. Wir können ja den Hash-Wert ohne Probleme berechnen von M, also suchen wir uns einfach ein M aus und wir können diesen Hash-Wert sehr, sehr leicht berechnen. Logischerweise, das ist ja gerade die Voraussetzung von dem Hash-Wert, dass es schnell und leicht geht, das zu berechnen. Aber die Nachricht wieder rauszufinden ist unmöglich, weil sowieso größer, und einen zweiten Hashwert zu finden soll hier auch schwer sein. Ja, wie gesagt, hier haben wir zwei Freiheitsgrade, sollte eigentlich sogar ein bisschen schneller gehen, tut's auch, werden wir auch noch sehen, warum das schneller geht, hat das mit dem Birthday-Paradoxon zu tun, aber das kommt heute nicht mehr dran. Und ja, es soll auch schwer sein, zwei solche Nachrichten zu finden, die denselben Hashwert haben. Das sind die beiden Voraussetzungen, die wir an kryptografische Hashfunktionen stellen. Bei normalen Hash-Funktionen stellt man nicht so krasse Herausforderungen, also zum Beispiel, wenn ihr an eine Hash-Table von Java denkt, dann reicht es, wenn es nicht so häufig vorkommt, aber da muss man dann nicht so krass drauf sein, also hier wirklich davon auszugehen, dass es überhaupt sowas zu finden, muss man Brute-Forcen und Brute-Forcen geht nicht effektiv. Ja, das muss man bei normalen Hash-Funktionen nicht machen, aber bei kryptografischen auf jeden Fall. Okay, dann geht's nächstes Mal weiter mit dem mal gucken, was wir da überhaupt noch machen. Ich glaube, SROM habe ich euch sogar schon vorgestellt. Und ja, das war's dann erstmal für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.